Ein hochsymbolischer Besuch für das Engagement Europas in der Ukraine. Fast die gesamte EU-Kommission mit Präsidentin Ursula von der Leyen an der Spitze ist zu einem Gipfeltreffen mit der ukrainischen Regierung nach Kiew gereist. Die Delegation aus Brüssel war vor Ort, um bilaterale Treffen mit ihren ukrainischen Kollegen zu führen. Es war das erste Mal, dass ein derartiger EU-Gipfel mit einem Partnerland im Kriegszustand stattfand. Wichtigstes Thema der Beratungen waren neue Sanktionen gegen Russland. Diese waren zuletzt von Präsident Volodymyr Zelensky gefordert worden, der ein Nachlassen des Drucks auf Moskau befürchtet. Von der Leyen sagte neue Maßnahmen zu. We will introduce with our G7 partners an additional price cap on Russian petroleum products. And by the 24th of February, exactly one year since the invasion started, we aim to have the 10th package of sanctions in place. Die EU-Kommissare und die ukrainischen Minister diskutierten auch darüber, wie die Integration des Landes in die EU gefördert werden kann. Allerdings wurden Kiews Hoffnungen auf eine schnelle Integration enttäuscht, da es keine Einigung zwischen den Mitgliedstaaten auf ein beschleunigtes Verfahren gibt. Hauptproblem ist demnach der Kampf gegen die Korruption. Im Rahmen der Beratungen traf sich EU-Außenbeauftragter Josep Borrell mit Ministerpräsident Denis Schmyhal. Dabei versprach Borrell, die Zahl der auszubildenden ukrainischen Soldaten zu verdoppeln. Auch sagte er eine Operation zur Entschärfung von Minen zu. Am Freitag wird der EU-Ukraine-Gipfel fortgesetzt. Ukrainian authorities insisted that the EU-Ukraine summit should take place here in Kyiv and not in Brussels. They wanted the delegation of senior EU officials to see how the country is operating, how they're introducing measures and requirements whilst at the same time defending itself for almost one year now, something that Kyiv certainly believes deserves the EU membership. Sasha Vakulina, Euronews, Kyiv.